Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. Der Nikolausmorgen. Wir sind ganz gespannt, ob der Nikolaus da war. Wir sind nicht so sicher. Aber wir warten auf Papa, der wie immer auf dem Klo sitzt. Und die Kinder. Und die, oh nein, der Papa hat die Schneeanzüge da draußen liegen lassen. Die werden ja eisekalt. Schau mal, unser Schneemann. Okay, wer macht auf? Ich kann nicht, ich habe die Kameras. Du musst. Oh, wirklich? Er war da? Ja. Mama, aber auch ein Geschenk. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der war da. Oh, Biene. Oh, was ist das? Brause? Und ich habe auch Brause. Wow, Brause. Was ist das? Oh, die mag der Ben doch so gerne. Hat der Ben das auch? Vielleicht. Du hast ein Teddybär. Ich mag das auch gerne. Wirklich? Ja. Na, siehst du? Noch eine Mandarine. Zeig, oh ja. Drei Mandarinen. Warte mal, ich gebe euch mal Teller, wo ihr alles reinmachen könnt, oder? Brausi. Oh mein Gott, wie viel ist denn bitte da drin? Ben, ist bei dir auch so viel? Schoki. Mein Gott. Es gibt noch einen anderen Stiefel. Wirklich? Schoki, Schoki, Schoki. Ja, ja, du hast auch. Los! Hey! Da ist ein Teil. Der Nikolaus Kugel steht mit seinem Teil. Boah! Hot Wheel! Oh, das Hot Wheel, Ben! Boah, Ben, das cool! Ich hab ein Hähnchen, Ben! Nein! Doch. Oh mein Gott! Boah, wie weit hat der? Oh. Danke, Nikolaus! Bitte! Nicht der Nikolaus. Guck, ich habe ein Hatchie-Win. Oh, ist die süß. Und jetzt mache ich das ab, dann weiß ich, was die am meisten liebt. Okay. Ist oder mag. Halt. Was ist das? Ein Prinzessinnen-Schloss. Wow, sie liebt Schlösser. Ja. Und hier und da rein geht es. Oh, und dann geht man. Da, das ist anders. Ja, und jetzt andersrum. Ja, nee, andersrum. Ja, guck mal. Wow. Da, Jana. Jetzt geht's hoch und... Oh, wie schnell geht das bitte? Warte, darf ich mal? Ja. Die Brötchen hingen auch wieder vor der Tür. Mal gucken, ob sie gleichen sind wie gestern. Das ist so cool. Im Center Park im Allgäu. Wo wir, oh, Brezel. Sind andere. Und Croissant. Anders wie gestern. Ach, vielleicht wegen dem Nikolaus. Ist heute was Besonderes. Schau mal mit Croissant. Im Centerpark im Allgäu, wo wir jetzt sind. Wenn man ein VIP-Haus oder ein Exclusive-Haus hat, wow, bekommt man Brötchen vor die Tür. Kostenlos. Jeden Tag. Das sieht lustig aus. Schaut mal die Ausbeute. Mega schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Okay, heute haben wir mal ohne euch die Adventskalender aufgemacht, ne? Weil es schon so viel war.
Fangen wir damit an? Ja, also damit, da war dieser goldene Tannenbaum an Nikolaus. Und zudem bekommen wir immer super viele Fragen, woher dieser wunderschöne Adventskalender ist. Also wir haben das beim Schloss Neuschwanstein in einem Souvenirshop entdeckt und es ist eigentlich gar kein Adventskalender. Aber wir haben gemerkt, es sind genau 24 Teile dran und deswegen haben wir die in kleine Tütchen. Der Stern zählt nur nicht mit. Genau, der Stern, den haben wir von Anfang an oben drauf gesetzt. Und man sieht ihn aber auch nicht. Man sieht ihn nicht, wenn man ihn kauft. Genau. Man sieht es nicht. Also und dann haben wir uns entschieden, dass das halt spannend ist und nicht nur schön, dass wir so kleine Tütchen nehmen und da immer eins verpacken und die Kinder dann immer eins... Bestes Geschenk aller Zeiten. Also. Immer eins auspacken, genau. Und heute kam eben der goldene Tannenbaum. Warte, Mama, was kommt immer danach? Danach kam... Den Streusel. Nee. Ah, Playmobil. Playmobil. Bens Playmobil war so eine Schießkanone, Schaumschießkanone. Schaumschießkanone fürs Playmobil-Männchen, ne? Aber das Playmobil-Männchen haben wir leider vergessen. Das haben wir noch gar nicht ausprobiert, aber guck mal, drückt hier und dann, oder? Nee, es schießt nicht. Ja, dann kann er einfach so spielen. Spielt man, ne? Das kriegt er auf seinen Rücken und dann kann er mit dem Schaum löschen. Warte. Dann war Sprinkles. Ja, das können wir leider nicht essen, weil da sind Marshmallows drin und die sind mit Knochen. Genau, die sind von Schweinegelatine, ne? Das essen wir nicht, aber wir verschenken die Sprinkles. Ja. Marshmallows. Weil Marshmallows drin sind. Dann, was kam dann? Mamas und Papas. Nee. Die da... Ah ja. Das war von da, wo unsere Bilder drauf sind. Vom Pixum Adventskalender war Ferrero Küsschen heute drin. Da freuen sie sich immer, weil das ist ihr Lieblings von Ferrero. Mhm. Dann warte, nachdem kommt der Crunchy. Dann kommt da Crunchy. Da hatte Ben das mag er leider nicht. Das ist, aber er hat es noch nie probiert. Ja, weil die normale Schokolade jetzt. Okay, darfst du. Das ist Ovo Maltino und unten drunter ist Keks. Ein Keks. Ja, das müsste normale Schokolade sein. Das war nämlich heute bei Mama und Papa drin, beim IKEA-Adventskalender, Gutschein und Ben packt es gerade aus. Genau, eine normale Schokoladentafel. Oh, die sieht schwarz aus. Probier mal. Schokoladentafel. Das ist von Papas... Verwandten, ne? Ja. Der Papa war in Polen und hat da... Nee, das da. Ah ja, das war in meinem Teddybären-Adventskalender, da war so ein Weihnachtsmann drin. Genau. Dann kam der polnische mit den Engeln. Und da ist immer Milch drin, deswegen mag der Ben leider nicht das. Und dann kam der selbstgemachte und das war heute ein Nikolaus-Poppet. Genau. So, meine Lieben, jetzt machen wir ein bisschen Frühstück. Habe ich euch gezeigt, ne, dass die jeden Morgen an unserer Tür hängen, das ist so toll. Und wir haben Käse und wir haben Süßes dazu und jetzt machen wir uns ein leckeres Frühstück. Und guck mal. Da stand dabei, dass der Ubi heißt, so nenne ich ihn auch, aber da stand nicht dabei und weißt du, wie ich den nenne? Wie? Kitty Cat. Kitty Cat, so süß. Und schaut mal, wie wunderschön es da draußen aussieht. Das machen wir nämlich jetzt gleich als nächstes. Einmal in den Schnee. So schön. Unser Schneemann ist auch noch da. Yes. Also jetzt kommt gerade Paw Patrol im normalen Fernsehen. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit, schnell hier Klarschiff zu machen, einmal alles aufzuräumen und vor allem mich zu richten. Ich habe nämlich heute einiges vor an Reels und an Kooperationen und so. Genau, deswegen muss die Mami sich jetzt einmal schön machen. Und putzen wollten wir auch noch. Das ist der ganze Papiermüll gerade. Und Hüli steht auch schon bereit. Ja, heute machen wir ein bisschen mehr. Nicht nur chillen. Wir waren jetzt ein bisschen produktiv, ihr Lieben. Ich musste eine Kooperation machen und wir haben zwei Szenen im Schnee gedreht. Einfach, dass ich ein paar schöne Reels von hier habe. Und jetzt sind die Kinder dran. Schneeballschlacht. Ihr könnt schon mal losrennen. Die Mama schießt euch jetzt alle ab. Nein. Ja, wir könnten jetzt hier so geile Reels und Videos drehen im Schnee. Aber wir haben noch tausend andere Sachen zu tun. André muss den Tesla laden. Irgendwie klappt das hier nicht. Und was noch? Rechnung schreiben. Wobei Rechnungen, Schatz, könnten wir auch echt zu Hause machen, oder? Stopp! Stopp! Mia! Mia will die ganze Zeit in den Schnee hier, aber ich habe Angst, dass die uns entwischt, wenn irgendwie Reh, Hase oder so zu sehen ist. Oh, wir haben ein Babyschneemann. Ich zeig's euch. Oh, ist der... Mia! Mia! Nicht umschmeißen.
Das ist aber süß geworden. Oh, jetzt haben wir ein Baby. Du siehst so aus, als ob du kämpfen willst. Okay, let's do this. Bam! 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 Mia, hier, hier, hier. Okay, ich kann nicht auf alle drei aufpassen. Mia, rein. Komm hier. Mia, hier. Geh ab. Geh ab. Mia war schon draußen. Aber, wie gesagt, wir sind hier im Wald, in der Natur. Es sind andere Hunde unterwegs, Rehe, Hasen und die Mia ist dann weg. Uah! Deswegen, jetzt sind die Kinder dran. Uah! Okay, ich hoffe, ihr seht was. So, für ein bisschen mehr Realität, wie es gerade bei uns beim Mittagessen aussieht, so darf es auch manchmal aussehen. Bentin schaut Paw Patrol auf dem iPad. Er hat nämlich gesagt, er möchte unbedingt hier sitzen. Kann ich sehr gut verstehen. Liana hatte keine Lust auf Spätzle und isst Gurkensalat und Brot. Da sage ich natürlich auch nicht nein. Und weil Bentin jetzt angefangen hat, Paw Patrol zu gucken, will Liana auch gucken. Und ich mache ihr Handy ist gerade in Reparatur, das ist total doof. Handy, du meinst iPad. iPad. Handy, du verwechselst Handy und iPad. Ja. So, ich mache jetzt gleich das Gleiche und setze mich auch hin und iss was. Aber ich wollte einmal kurz wenigstens das Zeug ein bisschen zusammenstellen, dass ich das nachher gleich viel einfacher abspülen kann. Ups, Fokus. Alles einmal so hinstellen, dass das Waschbecken frei ist. Weil sonst wird es nachher mit dem Abspülen schwierig. So. Wir fühlen uns so wohl hier. Ich glaube, ich habe es bis jetzt in jedem Vlog gesagt, aber es ist unglaublich. Ich will nicht mal ins Zentrum oder ins Schwimmbad oder sonst wohin, weil wir so happy in diesem Haus sind. Mit dem Schnee vor der Tür. Schneeballschlacht ging ja schon. Die Kinder sind total happy draußen. Dieses wunderschöne Wellnessbad. Aber wir gehen nachher noch auf den Bauernhof. Den haben wir nämlich noch nicht gesehen und wollen unbedingt in den Streichelzoo. Das machen wir jetzt gleich nach dem Essen. Und nehmen euch dann mit. Aber ja, jetzt mache ich auch mal eine kurze Pause, weil ich bin wirklich seit heute Morgen am Durchpowern. Mit Arbeit, Aufräumen, Kinderbespaßung. Und mache jetzt auch eine kleine Pause. Küche lassen wir dann so. Bis nachher. André isst den Tesla-Laden. Habe ich das schon gesagt? Der hatte auch keinen Hunger. Einigermaßen. Ich habe noch meinen Ski von heute Morgen, meinen Ingwer-Shot in Quellwasser aufgelöst und habe den Räuchertofu noch angebraten, die Reste von gestern, Lianas Gurkensalat und Spätzle. Oh mein Gott, ihr Lieben, heute haben wir viel gearbeitet und wenig gefloggt. Kein guter Plan jetzt zu floggen. Nicht nur, ne? Wir haben ja auch noch Instagram und Kooperationen und Hühler. Koop. Aber Vloggen ist beides, ne? Ist Vergnügen und Arbeit. Ich fahre. So, ihr Lieben, wir sind jetzt im Zentrum. Werden die Kinder noch ein bisschen auspowern, was trinken gehen. Mal gucken, es gibt hier irgendwie noch eine Show. Gucken wir jetzt gleich mal. Dann los. Ben, gehst du jetzt auch ohne Mama? Okay, Ben, los. Aber keine Angst, das ist die rote Matte. Kann nichts passieren, ne? Du landest dann auf der roten Matte. Was ja. Liana nimmt euch einmal mit durch die Tunnelrutsche. Ja, die ist richtig gut festhalten cool. Nach oben, okay? Und die ist richtig los. Schnell. Passt mal auf. Wir kommen! Ja. Das ist auch ein Spiel. Genau, das ist ein Spiel. Wir wurden jetzt gerade eingeladen zu einem Family Quiz. In 16 Minuten geht's los. Wir haben so eine Fernbedienung bekommen. Darf ich mal, Ben? Ich zeig's euch mal. Das ist die Fernbedienung. Sicht bedienen damit. Ach, nerv mich doch nicht. Nee, so nicht.
So. Oh, mega. Siehst du? A, B, C, D, E, F, G. Nee, A, B, C, D, E, F. Ja. Arbeitest du bei ADAC, was? Oder CDF? Ja, du kannst nochmal. Ah, Jana arbeitet bei CDF. Jetzt. Oh, leider nicht. Bei CDF würde ich auch arbeiten. Was wollte ich jetzt erzählen? Ah ja, dass hier so ein Family Quiz abgeht. Also, wir haben gerade drüber geredet, Vergleich Centerpark Frankreich und hier im Allgäu. Frankreich finden wir eigentlich das Zentrum, den Bauernhof und die Forest Lodge besser, weil du hast irgendwie gefühlt und, mehr. Und dieses, wie heißt das? Mit also Spiele, Videospiele. The Place. Also du hast irgendwie mehr dort. Hier hast du das Zentrum. Wir waren heute kurz auf dem Bauernhof. Das ist mega klein, hat nur so 2-3 Ställe. Es gibt kein Forest Lodge, also keine extra Spiel-Area. Hier in diesem Zentrum gibt es einen Indoor-Spielplatz, der ist okay. Und ich glaube, es ist größer in Frankreich, oder? Ja, Schatz. Ja. Wir rufen dich dann, wenn es losgeht. Aber die Häuser hier übertreffen einfach alles. Also dieses Haus, in dem wir drin sind, in diesem Exklusivhaus. André ist nicht so happy mit der Sauna, weil es eine Infrarotsauna ist. Und André liebt halt so 120 Grad Sauna oder 90. Halt heiß und es ist nicht so heiß, die Infrarotsauna. Es ist schon heiß, aber man braucht 20 ja. Minuten anstatt 10, 12. Und das ist ein anderes Gefühl. Nicht meins, Infrarot ist nicht meins. Aber generell ist Center Park einfach voll cool als Familie. Du hast dein Wir Haus. Wir waren noch nie im Sommer oder Frühling, wo es war. Das stimmt. Wir müssen echt mal im Sommer oder Frühling hin. Da, ich weiß nicht wie hier, aber in Frankreich gibt es dieses, wo du klettern kannst. Mit ah, Hochseilgarten. Gibt es hier auch einen riesiger da vorne. Das wäre cool wahrscheinlich. Und auch, es gibt, ich habe gesehen, Bootverleih. Gastronomie ist hier nicht gut. Also mehrere Zuschauer haben das geschrieben und am ersten Abend waren wir in diesem Alpenblick und das Essen war echt nicht gut. Jetzt trauen wir uns auch nicht in die anderen Restaurants zu gehen. Aber das ist immer so. In Urlauben findet man Sachen gut und Sachen schlecht, aber wir lieben die Centerparks und wir werden definitiv auch hier wieder herkommen. Aber natürlich wollen wir ehrlich euch erzählen, was so unsere Gefühle sind und ja, die Gefühle sind einfach... Es ist mega, wir lieben das Haus, wir lieben es im Wald zu sein, in der Natur. Der Schnee jetzt hier im Allgäu ist natürlich mega, ja. Unglaublich toll. Und wir waren noch nicht in Agomundo, vielleicht ja, ist es in dem hier Schwimmbad hier waren wir noch nicht. Und das wollte ich sagen, deswegen habe ich angefangen zu vloggen. Ja, Schatz, dass es hier so Bespaßung gibt. Ne? Also am ersten Abend hat jemand gesungen, heute war der Nikolaus da. Ist eine Frau rumgelaufen mit Schokoladen-Nikoläusen. Jetzt gibt es eine Quiz-Night. Und Nikolaus da, meinst du für die Kinder? Ja, hier im Shop. Ah, echt? Also hier im Zentrum ist rumgelaufen, ein Kostüm. Die Frau, meinst du wohl der Nikolaus? Genau. Kotzt der oder was? Husten halt. Ah, Husten. Das gibt es in Frankreich gar nicht. In Frankreich haben wir noch nie eine... Ah doch, aber wir machen es nicht, weil es französisch ist. Im Bowling Center gibt es auch so Karaoke und Quiz Nights. Aber das ist halt auf Französisch. Also ja, wir sind super gespannt. Es ist alles auf Deutsch, deswegen... Im Allgäu logischerweise, wir sind in Deutschland. Deswegen machen wir jetzt hier mal mit bei der Quiz Night. Sind ganz gespannt, wie das gleich wird. So, wir haben für Snacks gesorgt. Hier gibt es ja einen Supermarkt. Wir haben jetzt einmal so eine Packung geholt, wo alles zusammen drin ist. Ben hat sich grüne Pringles ausgesucht, dann Sour Cream. Vegane Gummibärchen. Vegane Gummibärchen, einmal Colafläschchen, einmal saure. Und das da hat sie uns an der Kasse geschenkt, so Schokomänner. Ist das nicht süß? Schokonikoläuse, warum? Weil heute Nikolaus ist. Genau, weil heute Nikolaus ist. Lecker. Wenn du sagst, wann du den Schokomann und hier steht, okay? Warte, wenn die Kamera dann mal fokussiert, in 5 Minuten geht's los. Mama, kannst du das auch noch kommt der Papa. Hast du den Drücker? Ja. Kannst du davon auch? Ja. Und unsere Frage, was heißt denn Despacito? Ist es A, schneller, B, langsam, C, träumen oder D, spazieren? Slowly, B. B. Und Ben, schnell! Drücke orange, schnell, schnell!
Nee, noch der schnelle. Nachher ja, Stress. Oh, da. Schnell geantwortet, aber leider nur 6 richtige. Ja. Denn Despacito heißt, wir haben's wie langsam. Papa weiß alles. Danke, no. Schon. Weiß nicht, warum weißt du alles, Papa? Aus welchem Film stammt dieses Bild? Ist es A, Stand By Me, C, Domino Darko, C, E.T. oder D, geh mal näher. Man sieht's nicht. E.T.? Schöner Weihnachtsfilm für Kinder. Platz aber Nummer 9 ist Team ist Family First gerade. Hinter dem Platz 9 von 15 ist nicht schlecht. 44 Punkte. 5. Platz 5. Wir sind besser geworden. Aber Platz Nummer 2, Team Taunusstein, hat sich wieder nach vorne gearbeitet. Wo seid ihr? Team Taunusstein hier vorne. Und die Unschlagbaren auf Platz Nummer 3. Wir sind 5. Wir müssen jetzt noch höher. Meine Lieben, ich habe gestern nicht mehr weiter gevloggt. Nach dem Quiz sind wir nach Hause gekommen und hatten ein kleines Drama mit Mia. Werde ich euch im nächsten Vlog erzählen und da sehen wir uns dann gleich. Bis bald. Tschüss.